Heute möchte ich gerne mit euch in einer Meditationsübung gehen, die das Herz anspricht und die besonders schön zu praktizieren ist draußen in der Natur. Und ihr könnt das jetzt einfach, wenn wir das gemeinsam hier machen, sozusagen als Trockenübung annehmen und dann nochmal draußen in der Natur fühlen, das auf einem eigenen Weg nachvollziehen. Und es ist wichtig zu wissen, wenn wir jetzt reingehen, dass ein Teil der Übung besteht darin, dass wir ein inneres Bild aufnehmen. Und der andere, der wesentlichere Teil der Übung ist dann das direkte innere Erleben. Und hier müsst ihr wirklich sehr deutlich unterscheiden, was ist das Bild, was mich hilft, um in dieses innere Erleben zu kommen. Und wann bin ich tatsächlich in meinem tatsächlichen Erleben dann auch angekommen? Es fällt uns in der Natur besonders leicht, das Herz zu öffnen, uns wohl zu fühlen. Wir sind viel weniger in der Ablehnung. Und dabei kann die Natur so sein, wie sie ist. Wir mäkeln dann nicht daran herum, na, das Stückchen sollte da anders liegen, die Welle sollte anders sich bewegen oder der Lichtstrahl sollte anders sein. Wir nehmen das ganz an. Und das machen wir uns in dieser Meditationsübung zu nutzen, indem wir als allererstes das Bild von einem unberührten Stück Natur aufnehmen. Dann wünsche ich euch, dass es euch gut gelingt, euch zu öffnen und einzutauchen in das Gefühl des Einsseins mit dem Sein, eine Naturerfahrung des Herzens. Findet bitte eure bequeme gerade Haltung mit den nach oben ausgerichteten Händen im Sitzen oder im Liegen. Wir schließen dann die Augen und wenden uns mit dem Schließen der Augen weniger nach außen und mehr nach innen. Spüren, so fühle ich mich jetzt. Erlauben, dass es so sein darf, wie es ist. Und kommen angesichts dessen, wie es ist, zur Ruhe. Wir helfen uns, zur Ruhe zu kommen, durch die Wahrnehmung des Atems. Der Atem kommt und geht federleicht. Wir lassen uns von der Atemwahrnehmung an die Hand nehmen. Lassen uns hinüberführen von einer vorrangig nach außen gerichteten Wahrnehmung hin zu einer vorrangig nach innen gerichteten Wahrnehmung. Begrüßen die Beruhigung, die Entspannung. Werden schlicht und einfach in unserer Wahrnehmung. Atmen ein und aus. Ganz unkompliziert, keine schwierige Übung, sehr einfach, sich des Atems bewusst zu sein. Das Komplizierte und das Komplizierende lassen wir hinter uns.
und der Atem weiterhin leicht und ruhig bleibt, sich in diesem Moment ein Stück unberührte Natur vorstellen, ursprünglich. Das Stück Landschaft, das Stück Natur, das ihr hierbei visualisiert, kann ganz unterschiedlich sein. Vielleicht sitzt ihr oder liegt ihr gedanklich an einem See und schaut über den See oder genießt die Atmosphäre in einem Wald. Eine Lichtung. Vielleicht schaut ihr im Geiste über das Meer. Ihr befindet euch in einer ganz anderen Umgebung. Folgt dem ersten Impuls, der da kommt. Und nehmt einfach die Atmosphäre in der Natur wahr. Wie wunderbar alles hier ineinander greift. Alles in Harmonie zueinander steht. Keine Konkurrenz, sondern alles hat seine Daseinsberechtigung. Greift ineinander. Alles darf sein. Hier herrscht ein wunderbarer Frieden, ein Einklang. Und wir sind in unserem stillen, meditierenden Bewusstsein Teil dessen, nicht fremd, sondern ganz integriert. Lassen uns aufnehmen von dieser besonderen und ursprünglichen Atmosphäre des Daseins, einem Frieden stehen, eine Ausgewogenheit. Atmen, die Friedlichkeit der Natur in uns ein. Nehmen diese besondere Atmosphäre der Ausgewogenheit und des Einklangs in uns auf. Und so wie an diesem Ort der Natur Ordnung herrscht, erlauben wir, dass es sich auch in uns ordnen darf, aller Unfriede befriedet werden, aller Unausgewogenheit in die Balance gebracht. Spüren immer mehr, wie wir uns selbst auch annehmen, als ein Teil der Natur. In sinnvoller, liebevoller, mitfühlender Beziehung stehen zu allem. Das Unterschiedliche
schließt sich nicht aus, sondern lässt sich gelten und findet gemeinsam zu einem höheren Gut. Nicht steht alleine, sondern in sinnvoller Beziehung. Wenn sich nun ganz deutlich auch im eigenen Inneren das Gefühl zeigt der Ausgewogenheit, der Friedlichkeit, des Einklangs, können wir das, was wir in uns tragen, auch ausstrahlen. Wir strahlen immer das aus, was wir in uns tragen, als Seelenverfassung, als Stimmungslage, als Geisteshaltung. So können wir in diesem Moment den Frieden, den Einklang, die Bereitschaft gelten zu lassen, anzunehmen, und sinnvoll in Bezug zu stehen, ausstrahlen, auch in die Bereiche hinein, außerhalb von diesem Stück unberührter Natur. Können hineinwirken in all das, was wir schon mit Menschenhand manipuliert haben, vor Augen haben, wie Ordnung und Einklang und Frieden ein Miteinander wieder zu einem sinnvollen Gefüge wird. Wie sich alles ausbalanciert, alles miteinander kommuniziert, in aller Ruhe und Friedlichkeit. Dem gemeinsamen Wohl zugute. Strahlen unsere Ausgewogenheit, unsere Friedlichkeit, unsere Bereitschaft, sinnvoll, liebevoll zu kommunizieren, im Einklang zu stehen, in die Welt, in unser privates Umfeld, in die Bereiche, die über unseren Raum hinausgehen, ausgleichen, klärend, ordnend, ganz die eine Einheit im Blick, die allem zum Wohle dient. Das Gefühl des Friedens und des Einklangs
Spür dann in den Mittelpunkt. Und nebenbei können Bilder entstehen. In welcher Weise die Ausgewogenheit dann auch im Äußeren einen Ausdruck findet. Sich Menschen austauschen, am Gemeinwohl interessieren, wie sich ein friedliches Miteinander einen Weg bahnt in die Realisierung. Im friedlichen Austausch bleibt jedes Individuum in sich frei, so wie wir auch in der Natur Freiheit erleben. Niemand steht im Abseits. Alles findet zueinander. Alles und jeder hat seine Daseinsberechtigung. Kommt friedlich in einen authentischen Ausdruck. Das Kreieren einer friedlichen Welt beginnt im Bewusstsein jedes Einzelnen. In diesem Augenblick. Wir bleiben noch für einige Momente im Gefühl des Einklangs, der Friedlichkeit, des Integriertseins. Freude am Dasein, vollkommen frei, angenommen mit dem, wie man ist, unbeschwert, im Einklang. Allem das Gute, das in diesem Moment gespürt wird, erkannt wird, erinnerbar abspeichern in den Zellen des Körpers, sodass es uns immer mehr zur Gewohnheit wird
uns friedlich zu fühlen, unbeschwert, frei, leicht. So wunderbar, wie wir uns fühlen, wenn wir ein Stück unberührte Natur erleben. Es liegt im Einfachsten etwas Erhabenes, etwas, das uns über das erhebt, was wir bis jetzt in unserem menschlichen Miteinander realisiert haben. Gute Entwicklung vor Augen haben. Nehmen wir das Gute, das in uns ist, bewusst mit hinaus in das Tagesbewusstsein, um es dann auch ganz direkt hineinfließen zu lassen, in unsere Gespräche, in unsere Entscheidungen, in unser Tun. Etwas besonnender, etwas tiefgründiger. Atmen wir nun auch wieder etwas tiefer durch. Kommen langsam mit dem tieferen Atmen in Bewegung, so wie es angenehm ist. Sich gemütlich regeln und strecken. Wenn ihr heute oder morgen oder irgendwann rausgeht in die Natur, denn das ist ja jederzeit zu empfehlen und in dieser Zeit auch ganz besonders zu empfehlen, rauszugehen in die Natur, dort tief zu atmen, lohnt es sich, nicht nur zu laufen durch die Natur, sondern auch mal zu verweilen, sich ein Plätzchen zu suchen, in dem man ungestört ist. Oder sich zumindest ungestört fühlen kann. Da so ganz aufzuatmen und im Stillen zu kommunizieren mit der Natur, sich ansprechen zu lassen, sich belehren zu lassen und wieder hineinzufinden in das Integrierende, das Aufnehmende, das Miteinander, das so ganz im Frieden steht, indem wir uns erlauben können, uns ganz frei zu fühlen. Um dann dieses Gefühl mit hineinzunehmen in das, was wir im Alltag so zu tun haben. Und das ist anzunehmen, dass wir, wenn wir uns von der Natur inspirieren lassen, Entscheidungen treffen und Worte finden und Wege finden, die sinnvoller sind, menschlicher sind. Weniger Nützlichkeitserwägung in sich tragen, die sich zentriert um das Eigenwohl drehen. Wir werden von der Natur dazu angeleitet, uns zu öffnen. Hinein ins Gemeinwohl. Wenn wir in diesen Tagen den Wunsch haben, dass andere Menschen für uns gute Entscheidungen treffen, tun wir gut daran, uns selbst in dieser Hinsicht gut auszurichten, offen zu sein. Und diese Offenheit, diese Klarheit im Geist, die gute Entscheidung trifft, fühlend mit den anderen zu teilen. Wir können im Geiste die Entscheidungsträger mit unterstützen. Aus ihrem ruhigen Herzen heraus zu entscheiden. Ganz klar,
nicht nach Nützlichkeitserwägung, die man in Geldwert rechnen könnte, sondern die in Lebenswert und Menschlichkeit unermesslich sind. Ich freue mich, wenn ihr fühlen könnt, dass ihr etwas dazu beitragen könnt, dass wir alle gemeinsam einen guten Weg finden. Nicht mit den Fingern auf die anderen zeigen, die für uns einen guten Weg finden sollen, sondern wir mitwirken und mitgestalten in aller Ruhe, in aller Friedlichkeit. Dann wünsche ich euch gutes Üben. Das Üben ist ja eine Freude. Und leichte, schöne Entwicklung. Und ich freue mich auch, wenn ihr mir ein Feedback gebt. Bleibe ganz nah im Herzen mit euch verbunden. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's euch schön. Bis bald.